Wie kommen wir denn anders aus dieser Nummer hier hinten raus? Ey, es kann doch nicht sein, dass der immer nach ein paar Minuten. Jetzt sage ich, gehe hier drauf. Aber hier auf Gleis 1 und 2 oder was das hier ist, links, da habe ich ja schon. 1 und 2 sind beide schon belegt. Da will ich nicht noch einen drauf machen. Nicht noch eine Linie. Da stehen die sich nämlich hier im Weg. Das ist doof. Und hier hinten die 7, die haben wir ja frei. Mit Anklammern. Auf dich verkaufen wir erstmal, damit es überhaupt hier weitergeht. Das machen wir gleich nochmal von vorne. Und dann gucken wir uns das mal ganz in Ruhe an. Wir überlegen uns mal, wie wir das so einigermaßen schick hinbekommen. Jetzt habe ich Lust, das schön zu machen. So schön wie für mich halt möglich. So. Was ist jetzt los? Ja, weiß ich doch, dass du keine Verbindung hast, Mensch. Ich arbeite dran. So, wie kriegen wir das am besten hin? Entweder müssen wir uns unten durchgraben oder oben drüber. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht, um von rechts nach links zu kommen. Anders sieht es nun mal nicht. So, Brücke über Brücke ist auch ein bisschen derbe, oder? Manuel, du hast die Idee. Ich hätte gerne die Star Wars Mod. Ich würde die Züge gerne beamen. Sieht das aber aus wie eine Sprungschanze, wenn ich versuche, hier nochmal über die Brücke drüber zu kommen. Vorausgesetzt, wir kommen dann überhaupt nochmal runter. Wir haben hier eine blaue, also nehmen wir auch wieder die blaue. Meinst du hier? Auf der Seite hier. Von hier aus gesehen vorne jetzt. Wir kommen doch hier niemals im Leben runter. Schaut abenteuerlich aus. Guten Abend, Karl. Ja, es ist auch sehr. Nur am anderen Ende, also auf der anderen Seite. Hier hinten meinst du. Das ist auch ein Selbstversuch hier. Und ich weiß nicht woran, aber irgendworan scheitere ich gerade. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Brückenpfeiler-Kollision.
Wir haben aber einen Riesenbogen da vor uns. Ach, da kann ich das Ding da hinten ja auch nochmal neu machen, ne? Steigerung zu groß, ich hab's vermutet. Naja, es geht ja nicht um die Kurve, es geht ja um die Steigung. Weil wir haben ja hier noch einen Bergabsatz, den wir auch noch überbrücken müssen, bis wir hier runterkommen irgendwie. Würden wir hier reinkommen? Hier würden wir reinkommen. Alter Falter. Ja, das nenne ich mal schön Bau hier. Sieht aus, als wenn du die Züge hier abschießen willst. Ist irgendwo ins Nirvana. Ja, mit M kommen wir jetzt auch nicht höher, das funktioniert nicht. Einigermaßen muss man doch gescheit hier rüberkommen. Was heißt so hoch? Ja, ja, vielleicht ein Tuck noch, ja. Hallo? Aber jetzt geht's in eine falsche Richtung. Das soll ja so auch nicht sein. Ja, tiefer kommen wir nicht, weil hier haben wir ja schon die Dingenses. Die Anhöhe für die Brücke hinten. Wir kommen nicht tiefer. Steigung zu groß.
Ach, mit der Brücke geht's, aber mit der Ausschüttung nicht. Aha. Jetzt sind die Signale im Weg oder irgendwas anderes? Kollision. Oh, nee, ne? Dein Ernst? Spiel. Warum? Da ist doch Platz. Na, wegen den Masten, wa? Du. Pass auf, dann bist du jetzt einfach die Linke. Und du bist die Rechte. Auf der anderen Seite funktioniert es jetzt. Denke ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir das hier auch noch ein bisschen hübscher machen. Habe ich dich jetzt? Nee, ne? Jetzt. So. Ja, ist schon eine ganz wilde Angelegenheit hier. Aber tiefer kommen wir mit der Brücke nicht. Dann fahren uns entweder die Züge fahren an Cabrio oder. Ah ja. So, was hat er jetzt mit der Linie? Warum kommt er da jetzt nicht? Da müsste doch da eigentlich jetzt rüberkommen. Trotzdem rüberkommen. Einmal reparieren, bitte. Konnten nicht alle. Von Gleis 7. Okay. Dann machen wir das Ganze normal. Dann müsste das ja haben. Zack. Zack. Nee. Warum nicht? Du bist auf Gleis 7. Fährst. Warte mal. Ach. Okay. Kümmerung zu groß. Ich werde depressiv. Erinnert dich an Theme Park? Ja, wie Rollercoaster Tycoon, ne? Einfach mal eine Achterbahn reingezimmert. Sehr gut. An Theme Park. Schön. Brauchen wir die? Fährt aber hier die ganze Zeit im Gegenverkehr, das ist auch doof. Bei der Ausfahrt weg und macht da eine Weiche hin. Hier meinst du, oder was? Müssen dann irgendwie anders reinkommen. Warte mal, wir machen hier erstmal auf Pause. Er kommt da schon relativ gerade hier drauf zu. Wir machen das erstmal genau umgekehrt. Pass mal auf. Wir versuchen jetzt mal folgenden Trick. Nach dem Autosave. Probieren wir es mal folgendermaßen. Einmal nur den ganzen Bums umdrehen hier, weißt du? Dass die Brücke im Endeffekt nicht auf die Linie hier unten drauf kommt, sondern die Linie hier unten auf die Brücke drauf geht. So. Du kommst jetzt hier dran. Ja. Chromophoten.
Und du kommst. Ach, jetzt hör doch auf. Du kommst hier dran. So, dann sind wir hier schon mal bei Anklam auf. Warum nicht? Anklam kommt doch jetzt locker darüber. Das müsste doch jetzt funktionieren mit Anklam. Willst du mich verheiratet? Ich habe irgendwo was vergessen? Ist hier irgendwo noch die Verbindung zu offen? Ach, hier im Tunnel. Können wir den Tunnel auch nochmal neu bauen? Weil er sonst nochmal ein Loch reinreißt. Einmal und zweimal. So, jetzt ist Anklam aber richtig. Anklam funktioniert. Eine Schwelle, 3 Stunden lang gesucht. Alter Falter. Karl, pass auf, wir hatten uns vorhin unterhalten mit Manuel. Wir brauchen mehr Güterbahnhöfe. Hast du nicht mal Lust? Nochmal wünsche ich mir, dass das Spiel denn zu der Stelle. Ja, das wäre natürlich super, wenn der hier oben auf die Fehlerbehebung ist oder so, dass er dir genau den Fehler anzeigt. Nicht nur sagt, hier auf der Strecke zwischen Rosenheim und Verteiler ist ein Fehler, sondern direkt dann. Das wäre natürlich auch schön. Da hast du recht. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht mit dir da drauf kommen. Transportfieber 1. Nee, ich finde nur, weiß nicht. Also ich fände es cool, wenn da ein paar mehr kämen. Weil Personenbahnhöfe, ne, da gibt es ja nun einen ganzen Schwung, aber was ich an Güterbahnhöfen gefunden habe, ist jetzt nicht allzu viel. Das ist der hier und der erste hier mit der, wo die LKW-Station gleich dran ist. So, hier oben sind schon mal die Fehlermeldungen weg. Das ist schon mal schön. Das heißt, schon mal wieder alles verbunden. Das ist schon mal schick. So, aber was machen die Linien jetzt? Fahren die wenigstens auf den Gleisen, wo sie lang fahren sollen? Nee, nehme ich auch nicht. Yeah. Hass. Tell me that you love me, even if it's fake.